Hoshamadit! Herzlich willkommen zu einem neuen Mitmachgottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf. Herzlich willkommen in meiner wunderschönen herbstlichen Landschaft. Ich heiße Remo Mattis, bin einer der Leiter der Rheinkirche. Als Aufreiser haben wir schon das Glockengeläut der Kirche gehört, in welcher Margaret, meine Frau und ich vor 47 Jahren kirchlich getraut wurden. Wisst ihr, wo das ist? Das befindet sich im Dorf Baldenheim. Noch nie gehört. Baldenheim ist nicht so weit von der größeren Stadt Sillestad, Schlettstadt auf Deutsch, in welcher ich geboren wurde. Mitgemacht bei diesem Mitmachgottesdienst haben diesmal Lydia und Theo, Barbara, Thorsten und Sabine, Tine und eben auch Marguerite. Die Herausforderung, die ich an alle gestellt habe, bestand darin, in ihre Bilderarchive zu gehen und Bilder herauszugraben, oder ganz alte oder eher jüngere, die von Bedeutung waren auf ihrem Weg, besonders ihrem Glaubensweg. Und sie sollten dazu etwas erzählen und erklären, warum sie gerade dieses Bild ausgewählt haben. Aber bevor wir loslegen, wollen wir noch klar machen, in wessen Namen wir diesen Gottesdienst feiern wollen. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du jetzt auch mit dabei bist, auch wenn wir heute nicht live zusammensitzen. Aber der Heilige Geist kennt keine Grenzen und er ist jetzt bei mir und er ist bei dir, in deiner Stube oder wo auch immer du dabei bist. Und Vater, ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst, durch diese verschiedenen Stimmen, die in deinem Namen gesprochen haben. Und du sollst auch groß werden dabei und du wirst groß werden dabei. Und ich kann nur sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Bitte segne uns diese Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen, und bau uns auf innerlich und ermahne uns da, wo wir es brauchen. Amen. Wir treffen jetzt drei Frauen, die auf unterschiedlichen Arten und Weisen etwas ganz Persönliches aus ihrem Leben preisgeben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir machen uns zuerst auf dem Weg mit Sabine, genauer gesagt auf den Wegen mit Sabine. Ihr werdet gleich sehen. Und letztendlich könnte das ja auch der übergeordnete Titel der drei kommenden Beiträge sein: Gott mit mir auf meinem Lebensweg. Danach teilt Mirjam ein Familienurlaubsfoto auf Fehmarn mit uns, und sie tut das auf eine sehr nachdenkliche Art und Weise. Das Leben ist oft ein Kampf, eine dicke Herausforderung, aber Gott bleibt dabei, er ist immer mit uns auf dem Lebensweg.
An dritter Stelle kommt dann Barbara mit einem Rückblick weit zurück auf eine sehr dramatische Wegstrecke in ihrem Leben. Auf verschiedenen Reisen, bei Spaziergängen habe ich immer mal wieder mit meinem Handy Fotos eingefangen, wo Straßen oder Wege ganz besonders mir erschienen. So hat sich im Laufe der Jahre eine Sammlung von über 60 Fotos angesammelt. Ich habe überlegt, was mache ich denn eigentlich mit diesen Bildern? Und mir kam die Idee, ob ich damit einen Kalender gestalten könnte. Und dann kam mir noch die Idee, würde ich 12 Bibelverse finden, wo es um Weg oder Straße geht? Und da habe ich locker schon fast 20 Bibelverse gefunden, ohne lange suchen zu müssen. Und alleine dieses Beschäftigen mit den Bildern, mit den Bibelversen, zu gucken, welche Übersetzung gefällt mir denn, wer drückt da etwas aus über die Beziehung zu Gott, das hat mich schon ja bereichert und gesegnet. Ich weiß noch nicht, ob ich die Idee mit dem Kalender realisiere, aber ich möchte euch ein paar Kostproben geben von Bildern verbunden mit der Weisheit der Bibel. Lass mich schon früh am Morgen deine gnädige Antwort hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg wissen, den ich gehen soll. Meine Seele sehnt sich nach dir. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Familie. Für mich ist Familie ein Äquivalent zu meinem Glauben. Unersetzlich, oft angefochten. Ich muss darum kämpfen, bekomme viel geschenkt, weiß es häufig nicht zu schätzen. Mal bin ich eng vertraut mit meinem Gegenüber, mal auseinandergelebt. Aber dabei gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied. Gott ist mir immer treu geblieben. Und er stellt auch keine Bedingungen daran, mich zu lieben. Das wird mir dann auch immer wieder neu bewusst, wenn ich gegenüber meinen eigenen Kindern mal keine Gnade vor Recht ergehen lasse. Und dann wieder bin ich doch die Erste, die wieder bei meiner Tochter ist, wenn sie sich verletzt hat, und versorge ihre Wunden und tröste sie. Insgesamt ist es eine sehr ambivalente Beziehung, ambivalente Verhältnisse, zumindest von meiner Seite aus. Gott ist da sich immer treu und stringent und ändert sich nicht. Auf meiner Seite ist das oft anders. Mein Glauben zu beschreiben ist schwierig. Wie lebe ich den? Zu erklären kann ich den kaum. Aber immer wieder ist Hoffnung da. Immer wieder, egal wie weit ich mich wegbewege, auch von Gott, immer wieder ist die Hoffnung da, immer wieder zieht er mich zu sich. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein Bild, das schon fast 50 Jahre alt ist. Es wurde aufgenommen aus einem sehr traurigen Anlass und gleichzeitig einem sehr wundervollen. Wie geht das?
Ein Jahr bevor diese Aufnahme entstanden ist, verstarben meine Eltern bei einem Autounfall. Wir, meine 5 Geschwister und ich, standen erstarrt vor einer Situation, auf die uns überhaupt keiner vorbereitet hat. Es war eine sehr schwere Zeit für jeden von uns. Wir fühlten uns einsam und alleine und hilflos. Damals war ich sehr wütend auf Gott. Er schien mir so weit und böse zu sein. In der Sonntagsschule wurde uns ein anderes Bild von ihm aufgezeigt. Und ich fühlte mich von Gott verlassen. Aber Gott hat mich, uns nicht verlassen. Er machte aus dieser aussichtslosen Situation ein Wunder. Meine Tante, die Schwester von meinem Papa und die beste Freundin von meiner Mutter, nahm uns 6 Kinder zu sich auf. Sie selbst war Mutter von 4 Kindern. Dabei erlebten wir, wie sich viele Menschen um uns bemühten in dieser schweren Zeit und uns halfen. Unter anderem der Rotary Club, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, uns einige Jahre finanziell zu unterstützen. Jetzt waren wir eine große Familie mit 10 Kindern, 5 Jungen und 5 Mädchen. Warum erzähle ich euch das? Nun ja, rückblickend kann ich sagen, dass mich, wenn ich dieses Bild ansehe, immer eine Dankbarkeit erfüllt. Meine Tante und mein Onkel haben dadurch zu Jesus gefunden, auch einige meiner Geschwister und durch sie wieder andere Menschen. Ich persönlich habe dadurch gelernt, dass es für Gott keine auswegslosen Situationen gibt und er das Beste auf eine andere Art, wie wir uns vorstellen, macht. Dadurch, dass ich so früh Gottes Wunder erleben durfte, glaube ich, wie ihr schon wisst, auch heute feste an Wunder. Für mich hat der Bibelvers aus dem 1. Petrus 5, Vers 7 daher eine besondere Bedeutung. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich versuche, ihn zu leben, weil ich weiß, dadurch bekomme ich Ruhe und Frieden. In den schwierigsten und auch weniger schwierigen Lebenssituationen. Gott handelt, aber nicht immer so, wie ich es will. Und nicht immer so fort, also immer sofort. Und auch nicht immer so, wie ich es persönlich möchte. Und wie ich es mir vorstellen kann. Aber er handelt. Ich wünsche euch und auch mir, dass dieses Vertrauen auf Gott allgegenwärtig ist. Und wenn ich dieses Bild betrachte, wird mir sein Größen, seine Größe, sein Handeln und seine Liebe immer wieder ständig bewusst. Liebe Barbara, herzlichen Dank für diesen sehr berührenden Beitrag, der manchmal ein wenig wie das Buch Hiob klang. Und danke für deinen Wunsch, auch für jeden von uns, dass wir lernen, dass wir immer besser lernen, unserem Vater im Himmel bedingungslos zu vertrauen, wie du es gemacht hast. Es ist jetzt ganz passend, dass wir die Größe und die Souveränität Gottes auch mit einem Lied zelebrieren. Es ist das Lied Gott und König von Mia Friesen und Stefan Schöpfle. Wir singen es auf Farsi oder auch auf Deutsch. Der Textlied wird uns in beiden Sprachen angezeigt, sodass die Deutschen und die Iraner und die Afghanen alle mitsingen können. Besten Dank an Elam für die Erlaubnis, dieses Video zu benutzen. Lasst uns singen! Oh,
Nun fahren wir nach Rasfeld. Wo ist Rasfeld? Rasfeld ist ein größeres Dorf, das sich zwischen Dorsten und Bocholt befindet, also im Westmünsterland. Dort leben Lydia und Theophil, die am 22. Oktober 2017 in unserer Gemeinde auf das Bekenntnis ihres Glaubens getauft wurden. Es gibt auch heute noch eine große Verbundenheit zwischen unserer Gemeinde und Theophil und Lydia. Einer der Gründe ist, dass in der Zeit, wo sie zum Taufkurs kamen, sie öfters bei uns übernachtet hatten, um nicht zweimal den langen Weg zwischen Rasfeld und Düsseldorf machen zu müssen. Lydia und Theo kamen als iranische Flüchtlinge 2017 nach Düsseldorf. Sie waren schon eine ganze Zeit vorher im Iran verheiratet gewesen. Und anlässlich ihrer Taufe wollten sie ihre iranischen Namen austauschen mit christlichen Vornamen, so dass Aresu und Meysam dann Lydia und Theophil geworden sind. 2019 kam nun noch ein weiterer Wunsch hoch. Schaut mal das Bild zu ihrem Beitrag sorgfältig an und ratet, worum es gehen wird. Liebe Lydia, lieber Theo, herzlichen Dank, dass wir heute in eurer Wohnung in Rasfeld seid. Ja, gerne. Es ist schön zu sehen, wir freuen uns, wo ihr lebt und wie es euch geht hier. Heute war ja ein ganz besonderer Tag. Da war wieder die Taufe eures zweiten Kindes. Aber darüber wollen wir ja gar nicht sprechen, sondern darüber, dass wir vor 2 Jahren schon mal hier waren. Da war es eure Hochzeit, eure christliche Hochzeit. Und ihr seid ja schon als Ehepaar, ganz ordentlich offizielles Ehepaar, vom Iran als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und dann hattet ihr diesen Wunsch, wie wir gesehen haben, vorher auf dem schönen Foto, nochmal christlich zu heiraten, beziehungsweise eure Ehe unter Gottes Segen zu stellen. Wie ist dieser Wunsch entstanden bei euch? Ja, wir waren schon auch in Iran verheiratet, aber der Unterschied war für uns bei unserer Taufe, wir sind nochmal geboren und wir glauben das und deswegen möchten wir unser neues Leben haben, im christlichen Glauben für unsere Familie. Deswegen haben wir das gewünscht, dass können wir vielleicht auch christlich heiraten und ganz von Herzen. In Iran, das war ganz Formalität und wir konnten nicht, was wir wünschen, das genau machen. Aber hier war für uns ganz anderes. Das haben wir viel mit Theo darüber gesprochen und wir haben darüber gedacht. Dann haben wir entschieden, dass wir möchten gerne als christlich nochmal heiraten. Ja, das übrigens ist die kleine Mia, die ganz lebendig ist und unbedingt auch dabei sein möchte, und nachher stelle ich auch ihr noch eine Frage, oder Mia, bist du einverstanden? Ja, aber Theo, war das nur der Wunsch deiner Frau? Ja, die hat alles erzählt und dann bei vor mich ist ein bisschen. Ja. Und dann, ja, kann ich so ehrlich sagen, nach unserer Taufe, wir haben ganz richtige Weg gefunden. Und dann, wir haben gedacht, das ist besser, jetzt wir als christliche Leute heiraten. Und danach, wir haben letzte 2 Jahre
verheiratet nochmal. Mhm. Und das denke ich super. Erstmal, wir haben ihr kennengelernt. Ja. Und danach unsere, ja, kann ich so sagen. Und danach, wir haben gedacht, ah, das ist richtig unsere Weg. Und wir können in christliche Leute unsere Glaube ganz einfach haben und keine Angst und so. Und deswegen haben wir, das ist Schritt für Schritt nach vorne, kann ich so sagen, nach vorne gucken und dann machen. Ja. Ja, ich würde das auch sagen, lieber Raimund. In Iran, wir waren schon geheiratet. Verheiratet. Ja. Und viele Sachen waren bei unserer Hochzeit, dass wir haben die nicht glauben. Mhm. Nur das war eine Formalität, sag mal. Ja, ja. Aber bei unserer Hochzeit am 3. November 2019, das war alles, was wir wünschen und dass wir wollen das machen, ehrlich von unserem Herzen. Das ist bekannt. Ja. Ja. Und jetzt seid ihr nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Ja. Als Eheleute. Ja. 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 Welche Rolle spielt euer Vater im Himmel? Welche Rolle spielt Jesus in eurer Ehe? Kann ich so ehrlich sagen, er spielt von alle Rolle von unserer Lehre. Das kann ich so sagen, bei unserer Hochzeit, bei unserem Kind, bei das ist, er ist von aller Seite dabei. Wenn wir brauchen Hilfe, können wir ganz einfach Bibel lesen. Wenn wir haben zum Beispiel nicht so sagen, nur Probleme. Wenn sie sind Glück oder so, wir können immer mit unserem Vater sprechen, vor alle Situationen. Mhm. Ohne Angst, ohne Probleme. Ja, man kann zum Vater kommen, ohne vorher genau etwas Besonderes zu machen. Sag mal, habt ihr manchmal Streit zusammen? Ja, klar, wie alle. Das, okay, ihr seid ganz normal. Also. Ja. Ja, genau. Und was macht dann Gott mit euch, wenn ihr Streit habt? Ein richtiger Streit? Nein, wir haben nicht, aber... Vielleicht ein bisschen vor einem Thema, ein bisschen ja. Besonderer. Ja. Ja. Aber wie soll ich sagen, Raimund? Wir sind Priest und die erste und wichtige, das sollen wir uns lieben, nicht uns, sondern alle Leute, mhm. Egal Christ, Muslim oder uns ist egal, ja. Die Leute lieben. Und auch, das ist auch zwischen uns, wenn wir haben in einer Sache oder einem Thema unterschiedliche Meinung. Mhm. Ja, das ist ein bisschen, aber dann machen wir das. Genau. Einfach eine Lösung finden, ja. Und musst ihr euch manchmal etwas vergeben auch? Ja, natürlich. Und tut ihr das? Ja. So. Ja. Ja, das ist schön. Schöne Erfahrung ja. Zu merken, ist der Segen Gottes bewusst ja. In Empfang genommen. Genau. Das hat schon einen hohen Wert. Ja. Ja. Danke, schön, dass ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt und uns ein paar Einblicke gegeben habt über die Hintergründe und warum und was es jetzt mit euch macht. Herzlichen Dank und Gottes Segen für die nächsten 50 Jahre eurer Ehe. Ja, danke schön. Das ist sehr, danke schön. Jetzt aber fahren wir noch weiter gen Norden, bis nach Hamburg. Und zwar mit unserer Gemeindediakonin Tine und ihrem Mann. Und mit ihnen werden wir das Museumsschiff Cap San Diego besichtigen. Das kannte ich bisher nicht. Und folglich habe ich dann geschaut, was Wikipedia darüber sagt. Wikipedia sagt dies, das 1961 gebaute Schiff wurde als Stückgutschiff gebaut und war bis in die 80er Jahre im Liniendienst mit Südamerika eingesetzt. Im Bauch des Schiffes wurde Tine auf dieses
Instrument aufmerksam, was wir jetzt betrachten werden. Das ist also der sogenannte Maschinentelegraph. Hört mal, warum dieses Gerät für Tine zum Gleichnis wurde. Es wurde mehr als ein Instrument, sondern es wurde eine Botschaft Gottes sozusagen. Danach fliegen wir gleich mit Thorsten nach Spanien, wo er 2013 sehr Bewegendes erlebt hat. Es dreht sich um den Leuchtturm am Cabo de Palos an der Costa Calida. Und noch weiter kommt danach eine kleine Andacht unseres Pastors Martin Krahn. Wir waren im Sommer in Hamburg und haben die Kap San Diego besichtigt. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Wir durften in den Bauch des Schiffes steigen, haben den Maschinenraum gesehen. Und ich war ganz beeindruckt davon, dass das alles schon damals ohne Computer funktioniert hat. Dort unten habe ich auch den Maschinentelegraphen fotografiert. Er steht für mich für Kraft, für Bewegung, für Lenkung. Aber die Person, die da unten damals gearbeitet hat, konnte nicht selber entscheiden, in welche Richtung sie den Hebel bewegt. Sie hat auf Anweisungen gehört. Wenn ich mir vorstelle, ich stünde da unten, ich wäre ganz zappelig und wollte immer wieder nach oben rennen, um zu gucken, in welche Richtung sich das Schiff denn bewegt. Ich habe die Dinge gerne selber im Griff und entscheide gerne selbst, wo es lang geht. Aber ich wünsche mir, wieder neu hören zu lernen, in welche Richtung Gott mein Leben lenken möchte. Im Vertrauen darauf, dass er einfach mehr sieht als ich. Ich habe euch ein Bild von einem Leuchtturm mitgebracht. Aber dieser Leuchtturm ist nicht irgendein Leuchtturm. Er hat eine Bedeutung für unsere Familie, für mich. Er steht im Süden von Spanien und genau im Blick der Ferienwohnung meiner Eltern, die sie vor über 40 Jahren dort gekauft haben, mit einem schönen Blick aufs Mittelmeer. Von dort aus kann man zwei Leuchttürme sehen. Das ist der eine von Cabo de Palos, den ihr hier seht. Abends sieht man die Leuchttürme über das Mittelmeer in ihrem Takt blinken. Sehr romantisch, sehr schön. Und wir haben an vielen Abenden dort gesessen und den Blick genossen. Am Gründonnerstag 2013 erhalte ich einen Anruf von meinem Bruder, dass meine Mutter, die zu der Zeit mit meinem Vater dort in Spanien war, einen Hirnschlag hatte. Und wir sind kurz entschlossen am nächsten Tag dorthin geflogen, Sabine und ich, zusammen mit meinem Bruder. Das war eine tolle Vorbereitung Gottes, dass Sabine nämlich Ostern keinen Dienst hatte, was auch nicht so normal war, sodass wir wirklich sehr spontan das machen konnten. Wir haben die letzten Tage meiner Mutter, sie begleitet im Krankenhaus. Wir waren ihr sehr nahe, konnten Abschied nehmen, konnten mit ihr singen, beten. Das hat uns sehr bewegt und auch ein ganzes Stück getröstet. Sie ist verstorben am Ostermontagabend. Die Trauerfeier war in Torrevieja in der deutschsprachigen Baptistengemeinde dort. Und dort waren meine Eltern auch in ihrer Zeit in Spanien regelmäßig, haben da mitgearbeitet. Und die Idee war, dass dann die Urne im Mittelmeer in Torrevieja dort beigesetzt werden sollte. Und kurzfristig an dem Tag, als die Beisetzung stattfinden sollte, hatte der Skipper abgesagt, weil der Motor defekt war und er die Fahrt nicht machen konnte. Und für uns jetzt die spannende Frage war, was sollen wir jetzt machen? Mittlerweile waren meine Schwester, unsere Kinder auch noch dazugekommen, um die Beisetzung gemeinsam zu erleben. Und ja, an dem Folgetag der eigentlich geplanten Beisetzung, ja, am gleichen Tag sind Sabine und mein Bruder an den Hafen gegangen von Cabo de Palos und haben bei den Fischern gefragt, ob sie irgendeinen Skipper kennen, der für eine
Seebestattung dort rausfahren würde aufs Mittelmeer. Und tatsächlich, wir haben einen Skipper gefunden und am nächsten Tag sind wir rausgefahren und wir haben meine Mutter beigesetzt in der Nähe von diesem Leuchtturm. Als wir zurückgekommen sind, waren wir nochmal an dem Leuchtturm. Ihr seht die Blumen da, die für uns auch so etwas von dieser Freundlichkeit Gottes vermittelt hat, die die ganze Sache so toll vorbereitet hat, dass meine Mutter jetzt nicht irgendwo fern an einem Ort, den wir gar nicht kennen, beigesetzt worden ist, sondern an einem Ort, den wir sehen können, wenn wir auf dem Balkon stehen oder sitzen. Und die Sarah sagte damals, die Oma hat zwar keinen Grabstein, aber sie hat jetzt einen eigenen Leuchtturm. Wir waren tief getröstet durch diese Begleitung Gottes. Am nächsten Tag gab es einen Regenbogen. Ihr könnt vielleicht im Hintergrund den Leuchtturm sehen. Das ist der Blick von dem Balkon. Und es hat sich ein Regenbogen im Halbkreis über das Meer gezogen. Und es sah so aus, dass der Regenbogen genau da ins Meer geht, wo wir meine Mutter beigesetzt hatten. Das war ein tolles Zeichen, was uns sehr getröstet hat. Das wollte ich euch gerne weitergeben mit dieser tollen Erfahrung, dass Gott in solchen außergewöhnlichen Situationen auch außergewöhnliche Dinge tut. Wir haben heute Bilder, starke Bilder gesehen von Glockentürmen, von Sonnenuntergängen am Strand, Naturbilder von Sabine, Bilder von Lichtquellen in dunklen Straßen, Bilder von Familien oder auch selbstgemalte Bilder, die Geburt eines Kindes als Bild, Bilder von Schiffen und von deren Geräten, sogar Bilder von Regenbögen und noch viel mehr. Letztens hat mich ein Kind aus der Rheinkirche tatsächlich ziemlich auf dem richtigen oder falschen Fuß, das kann man nehmen, wie man es will, erwischt. Er sagte, dass ja eins der 10 Gebote wäre, dass man sich kein Bild von Gott machen darf. Aber der Ausdruck, Gott ist ein Licht auf meinem Weg, sei ja auch ein Bild. Wäre das nicht eigentlich falsch? Ich musste ihm recht geben. Ja, wenn das ein Bild ist, das auch mit dem 10. oder einem der 10 Gebote gemeint ist, dann wäre das falsch, Gott solche Bilder zuzuschreiben. Wie einfach dieses häufig gehörte Gebot einem doch zu denken gibt. Angestoßen durch ein kleines Kind, das quasi eine ganz einfache Frage auf eine einfache Frage auf ein einfaches Gebot stellt. Selbstverständlich ist mit dem Gebot nicht ein Leuchtturm gemeint, den man sieht und als Bild verwendet. Denn schon im Ersten Testament wird Gott zum Beispiel mit den unterschiedlichsten Dingen beschrieben. Gott wird ein Bild gegeben. Zum Beispiel mit einem Löwen wird Gott verglichen oder einem Turm oder einer Mutter. Das Bild, dass dieses Gebot meint, ist eher eine Statue, etwas Hergestelltes, etwas Herausgeschnitztes und etwas, das man anbetet, weil man davon ausgeht, dass Gott dieses Bild übernommen hat. Ich begegne Gott, indem ich mich diesem Bild nähere, diesem geschnitzten Bild. Die Vergleichsbilder dahingegen, die wir auch heute ganz oft gesehen haben, sind etwas anderes. Sie zeigen der Person, zum Beispiel Tine oder Thorsten oder Barbara oder die ganzen Leute, die ihr heute gesehen habt, sie zeigen diesen Personen etwas von Gott.
einen bestimmten Charakterzug, eine Fähigkeit, eine Leidenschaft. Den wenigsten wird bekannt sein, dass Gott im Alten Testament auch unter anderem als Henne bezeichnet wird. Das steht zum Beispiel dafür, dass Gott sinnbildlich für jemanden steht, der auf seine Kinder, auf seinen Kindern brütet, der sie wärmt, sie schützt, sich nicht wegbewegt und sie nicht alleine lässt, bis diese selber leben können. Gott als Licht, der einen Weg hell macht, oder Gott als Quelle, bei dem etwas unerschöpflich ist. Starke Bilder sind wichtig. Starke Bilder, die wir heute gesehen haben, die für diese Menschen, die das heute erzählt haben, wichtig wurden. Starke Bilder, bei denen wir bestimmte Nuancen, kleine Details oder die Grundaussage erkennen und diese Aussagen Gott zuschreiben. Und das ist nichts Neues. Das machen wir heute in diesem Online-Mitmach-Gottesdienst nicht als erste Person oder als erste Gemeinde überhaupt, sondern durch alle Zeiten hindurch in der Geschichte haben Bilder Menschen Mut gemacht, sie in schlechten und guten Zeiten begleitet, Kraft geschenkt und Gott als Schöpfer repräsentiert. Sie haben einen daran erinnern lassen, dass Gott zum Beispiel schnell ist, wenn er zu Hilfe eilt, dass er leidenschaftlich ist, wenn es um seine Angelegenheit geht. Und diese starken Bilder sind ein wichtiges, ein kräftiges Instrument für unseren Glauben. Also will ich dir heute die Frage stellen, nachdem du schon so viele Bilder gesehen hast und noch einige sehen wirst. Ich will dir die Frage stellen, welche Bilder, welche Zeichnungen, welche Vergleiche sind für dich wichtig, wenn du an Gott denkst? Wenn du diese Bilder nicht oder nicht mehr hast, vielleicht schon seit langem keine Bilder mehr genutzt hast, um Gott zu erkennen, um ihn mit dir rumzutragen, dann hol dir welche. In der Natur, in der Bibel, inspiriert von den unzähligen Geschichten und Vergleichen und Bildern, oder lass dich von diesem Gottesdienst berühren, von den Menschen, die ihre starken Bilder mit dir geteilt haben. Schau nochmal nach, welche starke Bilder dir helfen könnten, im Alltag öfter an Gott zu denken, seine Charakterzüge in einem Vergleich ein bisschen besser zu verstehen. Geh in eine Kirche und betrachte die Kirchenfenster heute Nachmittag oder heute Abend. So viele Kirchen stehen offen und haben Vergleiche, starke Bilder für dich da, damit du an Gottes großartige Eigenschaften denkst. Hör dir ein Lied an und höre auf die Vergleiche in den Texten. Oder ganz einfach, schau auf einen Baum. Welche Eigenschaft hat die Schöpfung Gottes, die Kreativität, die wir überall um uns herum sehen, die Kunst, die Menschen machen oder die Gott geschaffen hat? Welche Eigenschaft haben all diese Dinge, die Gott verkörpern? Wir alle brauchen diese starken Bilder. Deshalb bin ich dankbar für jeden, der diese Bilder mit uns geteilt hat. Und ich wünsche dir, dass du die Kraft dieser Bilder und deiner Bilder erkennst und deinen Glauben dadurch bereichern lässt. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du uns hast an diesem bewegenden Moment in deinem Leben teilhaben lassen. Das ist sehr wertvoll und ich glaube, das war auch für viele, die jetzt dabei sind, inspirierend und mutmachend. Du ermutigst uns, wirklich viel von Gott zu erwarten und ihm viel zu vertrauen. Das war eine wahre Hymne auf die Größe und die Güte unseres Gottes. Nochmal danke.
Und danke, Martin, auch für dein wertvolles Aufgreifen von einigem aus den bisherigen Beiträgen. Zum Schluss geht es jetzt noch weiter weg, nämlich nach Irland. Wir fliegen zurück in das Jahr 2004. Meine Frau Margret wird uns gleich etwas über ein ganz besonderes Gebäude erzählen, dem Oratorium von Galarus. Diese Kapelle befindet sich auf der Halbinsel Dingle, so im Südwesten von Irland. Diese Kapelle hat Margret 2004 sehr beeindruckt und hat dauerhafte Spuren in ihrem Herzen hinterlassen. Und ja, ihr werdet gleich hören, wieso und warum und was das alles bedeutet. Ich dagegen verabschiede mich schon an dieser Stelle. Danke, dass ihr an diesem Gottesdienst teilgenommen habt. Ich hoffe, es war für euch inspirierend und dass ihr bereichert in die kommenden Tage geht. Nach Margrets Beitrag, der mit einem Instrumentalstück von Petra mit dem Liedtext dazu passend anfangen wird, verabschieden wir uns dann wirklich endgültig mit einem Segenslied von Hannah, was ihr schon kennt, aber es ist so wunderschön, dass ich nicht müde werde, es immer wieder ans Ende der Mitmachgottesdienste zu platzieren. Also, auf Wiedersehen und Hoda Hafes. Ich nehme euch mit auf die Halbinsel Dingle im Westen Irlands. Die Fotos sind im Jahr 2004 aufgenommen worden, im Juni. Ihr seht eine Kapelle, die ungefähr im Jahr 800 gebaut wurde und tatsächlich die Zeit überstanden hat. Ein Trockenbau, einfach die Steine aufeinander, so haben es die Menschen da gemacht, Material war genug zur Verfügung. Ich war und bin sehr beeindruckt und begeistert von diesem Ort und bin es heute immer noch. Der Lichtstrahl, der durch die einzige Öffnung hineinstrahlt in diesen Raum, gibt eine ganz besondere Atmosphäre. Für mich Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart in diesem Licht. Dieser Raum lädt ein zum Verweilen, zum Bleiben, da einfach da sein in der Gegenwart Gottes und innezuhalten. Diese kleine Kapelle verkörpert für mich eine Einladung Gottes, in die Stille zu kommen, da zu sein, ihm zu begegnen. Ich rede nicht, ich habe keine Bitte, ich bin da, wo er auch ist. In seiner Nähe setze ich mich seiner Liebe und Güte aus. In der Stille richte ich meinen Fokus auf den Schöpfer und gebe ihm Raum in mir. Ich gebe mich seiner Güte, Liebe und Fürsorge hin und werde auch dadurch ein Stück verändert.
Jeder hat natürlich nicht so eine Kapelle zu Hause im Garten oder in der Gemeinde auch nicht. Aber wir haben inzwischen einen schönen Gebetsraum, der auch dazu einlädt, einfach vor Gott zu sein, da zu sein, ihm zu begegnen, vielleicht auch zu meditieren in seiner Nähe, ins Gebet zu kommen. Guckt mal rein, ich lade euch dazu ein, diese Erfahrung auch in der Gemeinde zu erleben und zu machen. Your family and your children and their children.